Geben Sie Beispiele für unwirksame Klauseln in den AGB. Geben Sie Beispiele dafür. Nun, da gibt es im Gesetz, ich sage Ihnen auch gleich die Rechtsgrundlage, eine ganze Reihe von Klauseln, eine ganze Menge von Klauseln, die unwirksam sind. Wir schauen uns mal zwei Beispiele an. Also unwirksam ist zum Beispiel der Haftungsausschluss Komma, wenn jemand Leben, Körper, Gesundheit verletzt. Wenn also jemand in seinen AGB sagt, ich hafte nicht, wenn ich Leben, Körper, Gesundheit von jemandem verletze, ich hafte nicht dafür, ich schließe die Haftung dafür aus, dann ist das eine unwirksame Klausel. Oder ein Dauerschuldverhältnis größer 2 Jahre. Ja, Sie kennen das von Mobilfunkverträgen, die sind genau so lange, wie das gesetzliche Maximum erlaubt, nämlich 2 Jahre. Länger als 2 Jahre ist nicht erlaubt, wenn, also es ist ein sogenanntes Dauerschuldverhältnis. Ja, und nun verrate ich Ihnen noch die Rechtsgrundlage. Rechtsgrundlage. Und Sie finden eine ganze Reihe von unwirksamen Klauseln in den Paragraphen 308 und 309. BGB. Sie finden da auch noch eine Generalklausel etwas vorher von der Paragraphennummer, aber hier in diesen beiden Paragraphen finden Sie Auflistungen von unwirksamen Klauseln. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video, der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.